bequem aus. Was haben wir hier? Aber wenigstens teilen sich die Klone ein Inventar. Hey, ja, ist gemeinschaftlich, ne? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Weißt du, ich vermisse mittlerweile echt langsam, Storage? Ja. Na, Laute. Na gut. So viel gibt's ja auch nicht. E.G. Eudora. Wie es aussieht, ist das der Name des Schiffs. Ach nee, Sherlock. Hey, ich habe was gefunden, EN-Wandler. Was ist denn das? Ein Wandler? Ja, EN-Wandler. Achso, da. Das ist irgendwie eine Ressource. Es gibt ja hier Wolfram-Halbleiter, kennt man ja aus dem ersten Teil, Altmetall, Somatgel, EN-Wandler und Rationsspekte. Oder Rationspunkte. Ach, Rationspunkte. What the fuck? So. Und da geht's weiter. Dann gucken wir es mal hier. Versiegelt. Irgendwie so ruhig hier, oder? Was eine Aussicht. Alter, wir sind voll falsch gelaufen. Jetzt geht's hier los. Jetzt brauchen wir erstmal 10 Minuten, um uns erstmal hier im Schiff zurechtzufinden. So muss das und nicht anders. Oh Mann, ey. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Ja, was sind die Reste davon? Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Geht nicht! Oh, weg hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle?
Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm, da runter! What the f- Können wir mal wieder ein Ründchen fliegen, ey. Ich finde das echt nicht gut, weißt du? Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Wieso? Das Schiff ist halt gekommen. Oh, scheiße, Alter. Oh, es gibt erstmal wieder einen Anzug. Oh yeah. Scheiße hier weg. Aktiviert. Oh, wow. Ich kann sie nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Wow. Minen! Alter, hast du hier gerade auch fetten Parcours? Erstmal, wir spielen dasselbe gerade. What the fuck? Ja! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Ist das krass, ey. Alter, ich komme hier gerade überhaupt nicht drauf klar, ey. Weltraum, Baby. Ja, hoffentlich hat er nichts gefrühstückt. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Bist du gerade hinter mir? Jo. Oh. Ist das krass, ey. Das Spiel fängt ja schon richtig geil an, muss ich sagen. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Rein da. Okay. Hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Puh. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. All is lost. Eine klare Botschaft, oder? Jo. Zielen und dabei F. Willst du auch machen oder soll ich? Geh mal kurz in die Steuerung, irgendwie funktioniert das bei mir nicht oder habe ich das zweite Player nicht?
Ich kann Modul F. Ich glaube, ich kann das jetzt zweit klären, nicht. Aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Details. Mission. Okay, können wir uns einen Teil erreichen. Okay. Mein Gott. Überall Särge. Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Ja. Exekution. Wie kommen Sie darauf? Kein gutes Zeichen. Fortschritt wird gespeichert. Hier ist was. Eine Upgrade-Platine. Wow. Plus ein Nachladen. Ist das nicht schön? Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Ah, die gute alte Energiezelle. Was denn auch sonst? Oh, ich muss mich dran gewöhnen. Ja, ich weiß. Ist in Ordnung. Achso, die kommt ja überhaupt da rein. What the fuck? So. Ja. Das sah schon mal besser aus. Ich weiß. Das war es, war's. Da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Wenn da die Teile, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Bist du da auch gerade dran oder nur ich? Ich bin auch gerade dran. So. Willkommen bei der Bank. Benutzen das Menü Waffen erstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Benutze das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitung zu bauen, die du gefunden oder von einem Core-Partner erhalten hast. Benutze das Menü Waffen-Upgrades an, um deine Waffen mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Clipgröße und Feuerrate. Nutze das Menü Objekte herstellen, um aus Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Pakete, Stase-Packs und mehr herzustellen. Benutze das den Safe, um dein Inventar zu verwalten. Gelagerte Waffen findest du hier. Teile verkaufe und verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Das hört sich doch gut an. Also die haben quasi den Shop und die Werkbank. Safe und die Werkbank alles zu einem gemacht. Ich weiß nicht, war das in Dead Space 2 auch schon so? Nee, da war's getrennt. Okay. Gut, da haben wir einmal hier. Was haben wir? Unteres Tool. Zum Waffenteil auszuwählen. Ah ja.
Standardspitze. Tabatool. Waffen herstellen, Waffen-Upgrades. Echter Waffenslot. Feuerrate hinzufügen. Nachladen hinzufügen. Eine Strahlenkanone gebaut. Echt? Herstellen nicht möglich. Zusätzliche Ressourcen. Ach, da haben wir doch. Okay. Upgrade erfolgt. So, dann haben wir ja noch Waffen herstellen. Neue Waffen ist schon schwerer. Standardrahmen. Für zweihändige Waffen. Du hast diesen Plan schon. Okay. Na, muss man sich dann vielleicht ein bisschen später angucken. Ich hab grad irgendwas hergestellt, ich weiß noch nicht was. So. Neue Waffe wurde im Safe abgelegt. Dann gucken wir mal in den Safe. Ah ja. Hergestellte Waffe, schwerer Standardrahmen, Strahlenkanone. Das ist doch schöne Waffe. Ja? Wie viele Waffen können wir denn auf einmal bei uns haben? Zwei zur Zeit, glaube ich, nur. Tu mal ein paar Medipacks. Nehme ich mal die. Den Plasma-Cutter behalte ich auf jeden Fall. So, gucken wir uns mal die Waffe an. What the fuck? Die ist ja mal richtig geil. Ich glaube, so eine ähnliche gab es auch im ersten Teil, kann das sein? Man konnte doch auf irgendeiner Taste noch den Feuermodus ändern, oder nicht? Der Taste. Aber nur beim Plasma-Cutter, okay. Alles klar. Gut. Dann würde ich aber schon mal sagen, da unsere Zeit wieder vorbei ist, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat jetzt erstmal die ersten drei Folgen gefallen von Dead Space 3 und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute! Jo, bis zur nächsten Folge. Ciao!